So, Kakao ist da, der Sitzball ist da und ein Stück Kuchen ist da. Und ihr seid auch wieder alle da, ne? Wie man sieht, ich habe gar nichts gemacht. Es ist alles noch so, wie ich es verlassen hatte. Es brennt hier noch runter vor sich hin und ich habe noch Zeug im Inventar und ich habe noch einen leeren Eimer dabei. Und jetzt geht's mir auch wieder gut. So, Moment mal. Das ist hier alles irgendwie... So. Oha, so. Ja, so ist besser. So, jetzt kann man loslegen hier. Schmutzig hier. Jetzt ist schön. Ah, so ist gut. Erstmal ein Stück Kuchen essen. Moment. Ich wollte schon immer mal während eines Let's Plays essen. Lecker Pflaumenkuchen. Würde euch ein Stück anbieten, aber soweit sind die 3D-Drucker noch nicht. Selbstverständlich selber gebacken. Hab da gesagt, hab mir eine Springform gekauft mit Silikonrand. Und man soll ja nicht mit vollem Mund essen. Sprechen. Und die funktioniert gut. Rand ist wunderbar geworden. Es ist jetzt kein großer Unterschied zu meiner normalen Springform, aber da ich alles andere auch schon aus Silikon habe, da die ganzen Backformen, dachte ich mir, das wäre einfach nur der nächste logische Schritt. Oh, noch ein Stückchen Kakao. Alles lecker hier. Ja, was machen wir denn heute mal? Abgesehen davon, dass es wieder Sonntag 15.15 Uhr ist, und ich eigentlich schon am Samstag hätte aufnehmen können, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt groß machen können. Außer, dass es heute mal wieder ein bisschen mehr ruckelt als beim letzten Aufnehmen, weiß ich auch nicht, was wir noch machen. So, was macht denn hier hinten die Farm? Die Farm unter vor sich hin. Ich glaube, ich werde das hier irgendwann mal gegen die Super Glowgloss austauschen. Weil einfach ist ein bisschen heller. Wachsen hier Blaubeeren? Hallo Ina. Schön. Naja gut. Weg. So, dann gucken wir doch mal. Das ist wirklich mehr geworden. Kann das sein? Aber weißt du, die Kiste hier, die steht hier auch schon 100 Jahre lang. Guck mal, so ein bisschen, was ist drin, aber das ist alles nur nichts Wertvolles. Außer die Münzen hier, wobei ich immer noch, ja, weißt du Bescheid, ne? So, dann gehen wir doch mal rein hier, gucken uns die gute Stube einfach nochmal an. Dass wir mal so ein kleines Fazit ziehen hier. Ich wollte diese Folge diesmal tatsächlich nicht so lang machen, weil ich einfach keine Idee habe, was wir nun genau machen können. Aber dass wir mal so ein bisschen zusammenfassen, okay. Gut, das beißt sich jetzt da natürlich ein bisschen mit. So. Doch, sieht in Ordnung aus. Kann man so lassen. So, ich setze jetzt nochmal an, dass wir da mal so ein kleines Fazit machen oder mal eine kleine Inventur machen, was denn nun alles schon fertig ist. Unter anderem halt der Gästebereich hier. Und die Küche, das würde ich doch sagen, ist soweit fertig, außer dass der Mülleimer halt sehr groß ist. Dann hier oben. Meine Sitzball ist ein Stück zu weit vorn, habe ich das Gefühl. Naja, egal. Ja, das setzt mich mal anders hin und dann geht das schon. So, hier oben. Das war soweit durch alles hier. Hier das Badezimmer. Guck mal, können wir jetzt sogar Wasser laufen lassen. Das halt da bleibt, bis man sich wieder einloggt oder so. Aber gut, dann ist das so. Ja. Das funktioniert immer noch. Gut. Ja, so, Klo ist durch. Das ist in Ordnung. Hier drüben das Zimmer, ja, das ist halt noch leer. Da mache ich einfach mal die Tür zu, das ist schon in Ordnung so.
Nee, lasse ich auf, ist noch nicht fertig, mache ich irgendwann mal. Hier, da werde ich wohl so die eine oder andere Sitzgelegenheit reinpflanzen und dann werde ich das auch so lassen. Beziehungsweise hier hinten. Eigentlich könnte man da hier die Ecke auch zubauen oder irgendwas hinstellen unten. Das da hinten, muss ich mal gucken. Dann wollte ich noch irgendwie so einen Vortragsbereich irgendwie bauen. Ich denke mal hier irgendwo hin, dass hier dann wirklich so Stuhl reinstehen und dann da irgendwo so ein Redepult oder sowas ist. Ah, ich glaube, ich mache das so und ziehe die dann nach hinten irgendwie bis hier raus. Beziehungsweise müsste hier dann ja eh irgendwo zugemacht werden. Ja, man könnte natürlich auch den einen zurücksetzen, dann könnte man das bündig hier abschließen lassen. Ich glaube, das mache ich mal eben. Habe natürlich nicht das passende Werkzeug dabei, weil ich noch ausgerüstet bin von der Höhlentour. Aber ich habe ja Zeit, ich weiß ja nicht, wie das mit euch aussieht. So, nebenbei ein Schlückchen Kakao. Und dann machen wir hier nämlich gleich mal das ganze Ding an zurücksetzen. So, letztes, zack. Dann ist das schon mal vorbereitet. Keine Sorge, ich baue das jetzt nicht alles, aber dann ist das schon mal soweit geplant. So. Und dann machen wir nämlich hier auch noch zu. So, so und so. Guck, und dann ist nämlich hier schön hier bündig abgeschlossen. Dann machen wir das nämlich hier auch nochmal. So und so und so. Und schon hat man hier wieder so einen kleinen abgesperrten oder abgetrennten Bereich. Den mache ich dann hier natürlich entsprechend zu. Ein bisschen Licht hin. Hier der Boden ist doch schon arg dunkel. So. Machen wir nämlich hier schön irgendwie so einen kleinen Konferenztresen oder so. Und der Präsentationstresen hier hinten, muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Auf jeden Fall kommen dann da ein paar Stühle hin. Da mache ich doch mal ganz schnell einfach ein paar. So. Ja, komm, nimm alles. Ja, nochmal, danke. Gut, dann brauchen wir auch ein paar hiervon. Zack, zack. Dann hier. So. Stühle kannst du nie zu wenig haben. So, zack. Gut, wollen wir doch mal schauen. Hier, den kann man doch eventuell so ein bisschen erhöht bauen, dann den Platz. Kann man da nicht noch einen höher hier hin? Ich glaube, dann steht man schon sehr an der Decke, oder? Naja, gut, geht. So. Gut, man kommt auch noch drauf, das ist in Ordnung. So, ich denke mal, hier kommt dann davor noch irgendwie. So, eventuell dann noch irgendwie mit dem Slab dann noch ein bisschen höher. Ist noch nicht die Endplanung, aber sieht so dunkel aus. Ist das was anderes Holz oder was? Wooden Slab? Ach du Scheiße, das ist wahrscheinlich wegen der Beleuchtung hier, ne? Ja, guck mal, es ist wegen der Beleuchtung. Gut, okay, ist egal. Oder doch ohne. Ich weiß noch nicht. Also da denke ich mir noch was aus, aber so auf der Entfernung wird das sein. Und dann können hier die Stuhlreihen dann anfangen. So, da kommt man dann auch noch vorbei. Ein bisschen eng, oder? Ja, und das ist wenig. Ich würde ja...
Doch, wisst ihr was? Wir machen den einfach ein bisschen länger. Dann nehmen wir den Teil hier nämlich noch mit dazu. Machen wir hier so eine kleine Ecke hin, irgendwo, wo dann Sachen abgelegt werden können oder sowas. Bei der Gelegenheit. Kurz mal. Damit ich nicht verdurste. Ja, hat gut geklappt. So. Rennrauto-Taste. Ja, das fand auch nur ich lustig, habe ich das Gefühl. Ist egal. So. So, so, so. So. Na, und dann passt das wieder. Also, wir waren hier oben stehen geblieben. Guck mal, jetzt baue ich es doch noch aus, ne? Keine Sorge, ich mach gleich Feierabend. Jetzt hätte ich mir unten eigentlich noch was holen können. Ich lass hier mal 2 und 2. Ich lass hier mal frei. Dann schlage ich nämlich 2 Fliegen mit einer Klappe. Einmal ist ein bisschen mehr Platz. Und zum anderen kann ich hier hinten trotzdem gerade irgendwie weiter nach hinten gehen. So. Aber direkt dran. Guck mal, das ist viel zu eng. Da kommst du gar nicht durch. So, schon in Ordnung. Und die nächste Reihe. Und komm, eine machen wir noch. Und dann ist auf jeden Fall hier der Redner und die können dann alle da irgendwie schön zuhören, wenn eine Konferenz ist oder sowas, dann passt das dann. So, hier kommen dann auch wieder so Regale hin und ja, wie schon gesagt, hier muss ich mal schauen, wie ich das mache. Häufig hat man es ja auch so, dass dann irgendwie die Konferenzräume ein bisschen abgetrennt sind. Hier muss eh zu sein, wegen der Treppe. Nur von daher machen wir das nämlich mal so. Ja, dann kann man nämlich hier durchgehen. Hier wird zumindest zum Teil zugezogen. Bis hier, ne? Genau. Dann kommt man nämlich von hier rein. Dann hat man nämlich hier mache ich zu komplett. Hier mache ich auch komplett zu. Und hier kommt man dann quasi rein. Okay, ist ein bisschen anders jetzt, als ich es mir ursprünglich dachte. Ich habe das Teil hier tatsächlich einfach nur vergessen. Das soll ja auch nicht so sein, dass dann hier wirklich irgendwie alles offen ist, während eine Konferenz läuft. Gut, dann bauen wir das mal eben zu und dann sollte es das nämlich auch schon wieder gewesen sein. Dann ist ja doch wieder eine normal lange Folge geworden. Ne? So. Upsa. Zack. Ja. Oh, gleich nochmal Kakao. Oh. Und ein Stück Kuchen habe ich ja auch noch hier, ne? So. Lecker Pflaumenkuchen. Gut. So. Ja, ich denke, das geht. Hier kann man dann noch irgendwie was anderes einbauen. Und hier kommt man dann in den Konferenzraum. Ich mache hier mal so ein bisschen falsches Holz. Mach da mal so ein bisschen zu. Soll ja auch nicht zu offen sein, das Ganze hier. Ich hier nehme ich wieder hoch. Ups. So. Ja, da kommt man nämlich hier schön rein, kann sich dann hier schön hinten reinschleichen. Könnt ihr natürlich auch ganz an die Wand setzen hinten. Dann haben wir nämlich hier einen mehr frei. Hier noch ein weniger. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das am sinnvollsten mache. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch so einen Vortragsraum,
Der ist natürlich jetzt arg finster, aber da kommt dann hier oben noch vernünftige Beleuchtung an die Decke und dann sieht das dann auch einigermaßen okay aus. Da muss ich mal schauen. Ich glaube, da werde ich tatsächlich ein bisschen hier oben was wegnehmen. Kann ich das überhaupt? Nein, das kann ich nicht, aber ich kann die Dinger direkt dran setzen. Ups. So. 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 Dann. Ich mache hier hinten zu, dass hier so wie so eine Projektorwand ist. Und das soll ja nicht zu modern sein, aber so ein bisschen was soll es schon können. Muss ich mal schauen. Also hier denke ich mir auch noch ein bisschen was aus, wie wir das dann am besten machen. Und dann gucken wir mal, eventuell, ne, ein Fenster kommt hier nicht rein, aber ich denke mir was aus. Ich stelle mir gerade vor, ihr sitzt hier jetzt alle, guckt mir alle gespannt zu. Und hier an dieser Wand seht ihr die, ja, alles, was kaputt ist. So, das war's im Grunde genommen auch schon. Stück Kuchen kann ich euch nicht anbieten, kann euch aber anbieten, nächste Woche einfach wieder einzuschalten und dann sehen wir uns dann nämlich wieder. Also, schöne Woche wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Tschö!